Ja, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter. Wir sind in einem Vorgestellt und zwar Nummer 2 von Rising Constellation. Wir haben das ja letztes Mal hier gemacht, sind angefangen und bauen jetzt weiter das Tutorial aus. Wir hatten halt die Zeit rum und jetzt wollen wir schauen, dass wir den zweiten Part haben, den ich direkt im Anschluss an den ersten mache, weil ich gar nicht weiß, ob man hier speichern kann oder nicht, weil hier ist jetzt auch nicht so wirklich was zu sehen, ne? Ich sag mal, wir machen jetzt weiter. Bis gleich, ne? Das Intro läuft jetzt. Ja, die Musik, ich weiß nicht, wie laut ich sie machen kann, aber darf man ja vielleicht gar nicht veröffentlichen. Deswegen habe ich jetzt auch, ist aber eine coole Musik, die da im Hintergrund läuft. Die kann man sich schon mal anhören, ne? So, hier ist unser nächstes Ziel, was wir brauchen. Müssen wir jetzt hier bauen. Ja, geht nur das, also können wir auch nur das bauen. Stars at the center of your system. There are three types of celestial bodies. Habitable planets, barren planets and orbital bodies, moons or the streets. Each celestial body type allows for the construction of different buildings. Aha, also was man wo bauen kann, hängt davon ab, was es ist. Asteroiden und sowas und Monde und habitable Planeten und unbewohnbare Planeten haben unterschiedliche Konstellationen. Während die zwei hier habitable und barren Planets können dann Infrastrukturen billig machen. Und die anderen was anderes, aber naja, gut, schauen wir mal. Jetzt brauche ich zwei Refining Ducts. Die kann ich hier unten auf dem Mond bauen. Okay, dann bauen wir die da mal. Haben wir gemacht. Ah, da kriegen wir Credits durch. Fabriken bauen. Wird dann hat Multiplikatoren. Ach so, da gibt es verschiedene Industrial Potenzial. Also dieses hier ist es, wenn das hoch ist, dann gibt es den Multiplikator natürlich davor, was dann bei diesem auch sehr viel Sinn macht. Der hatte das auch und so, ne, da könnte man das also auch bauen. Okay, geht schon weiter? Ja, geht schon weiter. Beide Fabriken laufen. Now build three arrays of excavators on the open barren planet. This will increase the production of your system. Barren da oben. Und, drei Stück steht da, ne? Dann machen wir da dreimal hin. Haben wir, genau. Müssen wir abwarten, was da passiert. Können wir schon weiter? Wir können auch schon weiter, wenn. System Construction Capability. Was war das jetzt für eine Meldung? Uprising Take Root on Della. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade gekommen ist, aber okay. Ah, wenn wir hohe Kapazitäten haben dieser Teile, dann wird auch schneller ausgebaut. Great, now we need to ramp up. Make sure you have an overall output of 200 Credits und 50 Technologie und 50 Ideologiepunkte. Und na, da sind wir noch nicht so weit. Das heißt, wir müssen jetzt. Ah, jetzt müssen wir das wohl wahrscheinlich hier selber machen. Weiter geht's noch nicht. Jetzt sind wir da natürlich raus. Das bedeutet, ich würde jetzt hier da nochmal zwei bauen, weil sich das anbietet. Hier ist noch ein habitabler Planet. Den bauen wir dann auch noch aus. Insphere Credence. Okay, da haben wir jetzt nicht genug Geld für. Was will denn der haben? 12.000. Wir haben aber gerade nur 11. Da müssen wir gerade noch einen Moment warten. Die haben wir jetzt aber gleich, die 12. Und los geht's. Und das war hier, ne? Ach so, das muss erst freigeschaltet werden durch den hier. Das ist aber gleich da. 250 und 50. Das braucht noch einiges. Hier die 200 Credits haben wir schon geschafft. Jetzt müssen wir noch hier die Technologiepunkte schaffen, ne? Okay, was haben wir denn hier für. Okay, das gibt's da auch. Das macht also Sinn. Das bedeutet, wir bauen da ein und auch da ein.
Ging der jetzt nicht? Nee, weil wahrscheinlich Ressourcen wieder fehlen, ne? Die Forschung kommt hoch. Das waren Technologiepunkte, glaube. Das waren diese. Der ist jetzt da. Nee, das sind Technologie, oder? Den können wir jetzt auf jeden Fall bauen und warten ab 10 und hier geht er runter auf 14. Ah, dafür ist der jetzt auf 14 hochgegangen. Okay, die beeinflussen sich gegenseitig also wohl. Ja, hier könnte man noch Industrien bauen, dann kriegen wir schneller Credits, aber die will ich ja jetzt gerade nicht unbedingt haben. Genau das gleiche wie hier. Das bedeutet, wir müssten hier noch was bauen, geht aber nicht. Credits wären da. Die Ideologie gibt es hier und die Technologie gibt es da. Geht da aber auch nicht. Was fehlt uns denn? Wahrscheinlich so ein Ding hier, ne? Stabilität ist auf 9, ist also nicht schlecht hier. Ach so, wir haben keine Population mehr. Was wird ein Problem sein? Ja, das ist aber nur hier möglich. Aber da steht was von, wir müssen unsere Patente auch ausbauen, ne? Schauen wir doch da noch mal rein. Floating Cities. Holograms. Und Exobiologie. Okay. Floating Cities hört sich so an, als ob das Haus ausgebaut wird. Kann das sein? Ich nehme das mal. Und jetzt? Ach so, jetzt gibt es das Netzwerk. Okay. Das war jetzt aber dann Ideologie mehr, ne? Und ja, da war ja 5, dann bauen wir das da. Wenn wir hier gucken müssen. Irgendwo müssen wir noch Leute zum Bewohnen hin haben, ne? Oder die bewohnbaren Leute ausbauen. So, jetzt haben wir hier schon mal 41. Kann man den abreißen? Ja, da ist ein X. Aber momentan kann ich nicht bauen. Ist der zu teuer? Ah ja, 16,8. Dann können wir ja auf dem Mond hier definitiv noch so einen bauen. 5000, das bringt uns ja weiter, oder? 24 Credits dann. Ist zwar jetzt erst weniger, aber insgesamt wird das ja dann mehr. Allerdings war der gerade nicht so der Bringer, den ich da gebaut habe, ne? Mit zweien. Aber alle anderen haben auch nur zwei. Dann war das schon okay, denke ich mal. Ja, dann noch einen dahin. Machen wir so aus, ne? Bringt ja nichts. So, 215, 16, 44. Da brauchen wir 50 und da brauchen wir 50. Also müssen wir noch ein bisschen was tun dafür. Hier könnten wir schon wieder. Ist das richtig? Ja, sieht so aus. Dann bauen wir den doch mal aus. Jetzt haben wir nicht genug Geld, steht da. 2,8, denke ich. Ah, ne, 16,8. Das vordere ist 2,8, was anderes. Okay. 16,8, da müssen wir noch einiges abwarten. Also da die beiden zu bauen war schon richtig, weil der Rest nichts bringt. Ja, und bei dem anderen müssen wir noch gucken. Hier ist auf jeden Fall Appeal-Potenzial. Aber das kann man nur mit den Dingens bauen hier, mit diesen Teilen hier. Ja, aber da baue ich den jetzt hin mit 16,8. Dauert aber noch einen Moment, bis wir die Kohle zusammen haben, ne? Spannend, oder? Ja, 16.800. Nicht mehr ganz viel, dann haben wir sie. So, jetzt. So, hier steht Local Population 19, okay. Aber irgendwie müssen wir da auch noch weiterkommen mit der Local Population. Ach so, wir haben ja auch noch dies. Ach, das war ein Agent, ne? Oder? Nee. Doch. Proto Empire. System Limit 1. Purchase. Ach so. Wenn ich einen weiteren Planeten haben will, muss ich wohl hier ausbauen.
First Contacts Purchase 360. Ja, kann ich kaufen, denke ich mal, ne? Oh, das hat aber sehr stark gesteigert. Und hier? Systemlimit plus 1? Nee, das wäre es nicht. Technologie. Hyperdrive Circuit. Unlock Expand. Das könnte doch das Entscheidende sein, oder? Jetzt haben wir hier 20 stehen. Wir brauchen aber 50. Aber da machen wir den auch noch. Das müssen wir mal gucken, ob das was uns gebracht hat. So, hier. Hive Cities. Wir haben. Oh ne, ist schon mehr geworden. 36 jetzt. Also definitiv brauche ich bei der Ideologie nichts mehr, sondern ich brauche jetzt hier dieses hier. Technologie. Das geht da aber definitiv nicht. Und da geht's auch nicht. Aber das liegt daran, dass wir. Doch, wir hätten genug Geld. 3360. Da ist ein Cooldown drauf, der da irgendwie mit 3 stehen geblieben ist, oder was? 36, 33. Ah, hier gibt es was Neues. Stability. Haben wir eigentlich genug? Und Technologie plus 5. Ich baue das mal. Da unten sind jetzt 22. Ist schon fertig. Und jetzt sind 27, also die 5 sind draufgekommen. So, das war ein Barren Planet. Haben wir aber nicht noch einen. Ah, hier ist auch noch was Neues zugekommen. Defense, ne, Technologie plus 12. Also, zack, bauen wir die Technologie dahin. Da unten sind es jetzt 28. Dann wirst, wenn der fertig ist, 40 werden. Ne, 38. Das ist irgendwie was Unterschiedliches. Da kann ich jetzt nichts mehr bauen. Warum nicht? 2130 steht da irgendwas. Schwierig, ne? Asteroiden. Ach, da geht jetzt auch was. Komm, dann bauen wir da auf dem Asteroiden jetzt noch das. Science-Potenzial ist 3. Ah, da wäre hier noch besser gewesen, ne? Okay. Und da war das sogar richtig. Naja, ist jetzt nicht schlimm. Wir sind ja nur am Probieren und Testen, ne? So, jetzt sind wir gleich aber. Ne, noch nicht ganz. Okay, das heißt, wir müssen noch irgendwo einen bauen. Machen wir das auf den Asteroiden noch und dann haben wir die 50 gleich durchbrochen. Dann sieht's gut aus. Dann kommen wir mit unserem Tutorial weiter, ne? Della ist ausgebaut, wenn das System so heißt. Oder ist das der Planet? So, 58. Next. So, jetzt müssen wir unsere Flotten fertig kriegen und Nachbarsysteme dann in Angriff nehmen. Okay. Erst muss ich diesen hier wieder zurück zu meinem System bringen. Das heißt, ich muss hier rauszoomen und den dann rechtsklicken, richtig? Sieht wohl so aus. First bring you back to your system. You'll need to arm them so that they can complete their mission. Okay. Assembly Lines soll ich jetzt kaufen. Das ist ein Patent. Military wahrscheinlich. Da. Okay. Kleine, ja, weiß ich nicht, Vessels, kleine Fahrzeuge, Himmelsobjekte. Okay. Haben wir? Construct the S01 Assembly Line on a moon or asteroid with an open tile. Auf einem Moon. Okay. Machen wir mal da. Produktion plus 8 ist fertig. Weiter.
Also produces a reinforced fuselage patent. This patent will allow you to build fighter bombers very useful for pillaging or bombing. Ein Patent, okay, das ist hier. Light fuselage, reinforced fuselage. Das. In your progress, okay. Weiter. Jetzt 12 Squadronen of 2 Fighter Bombers. Jetzt brauche ich meinen Navage. Rechtsklicken soll ich hier, oder? First select your Navage. Click on their name in the bottom right of the screen. You can assign a maximum of 18 squadrons. Ja, sehr schön, aber wo? First select your Navage, click on their name at the bottom right of the screen. Ich habe den Navage hier, ist klar. Aber ich habe hier keinen Namen von dem. Das kann ich hier zumachen wahrscheinlich, ne? Ah, da, und dann right-click. Ne, schade wäre es gewesen, ne? Ich habe dann links geklickt und nicht right-click. Steht aber auch nicht von links, ne, oder? You can assign a maximum of 18 squadrons to a Navage. Wo muss ich? Ach, hier ist das, okay. Linien 6 zu 3 Teilen. For the first few lines with fighter bombers. Scouts. Fighter bombers. First line, also so. Okay. You are now ready. This is your target. This system is an autonomous system. It develops on its own and it's no player driven. Send your Navas there. Ich hoffe, dass der meint dieses. Schauen wir mal, ne? Oder meinen die das da unten? Nee, ne? Nee, das ist jetzt zu weit weg. Der fliegt da auf jeden Fall erstmal hin. Enter the system and click on the pillage action. Okay. Ist das das, wo ich klicken muss? Wahrscheinlich, ne? You will be notified when it is complete. Ach, hier ist es, oder? Oder da. Ich denke mal, das ist das hier. Success of can always determined by the balance of power between the attacker and the defender. In the case of pillaging, the attacker's bombing power is compared to the target system's defense. Okay. Ja, sehe ich jetzt nicht so wirklich was, oder? Aber da steht ja auch, dass ich das dann abwarten muss, ne? It's time to expand your empire. Then you must launch a colonization mission. First bring your Navage back to your system. They will serve as an escort for your colonization ship. Ist das denn schon erledigt? Ist das jetzt schon meins? Also, der ist jetzt hier, dann Ieko Kamanisch. Dann sieht's wohl so aus, dass das hier meins ist, ne? Hat er also eingenommen. Jetzt muss ich den wieder zurückfliegen. Okay, das bedeutet wieder rauszoomen. Und dahin. Ist ja auch nichts Neues, dass er mal hier unten fliegt, oder? Der fliegt aber nicht. Warum fliegt er nicht? Hm.
Move. Was ist Move? Ja, da sind wir dann soweit, ne? Also das hat nicht gereicht, ne? Hat nicht geklappt. Fehler. Okay. Der ist die Niete. Ja, tolles. Ne, warte mal, ich muss ja raus und muss den jetzt hier hinholen. Ne, der ist dann schon da, glaube ich. Ja, könnte sein. So, jetzt müsste man ihn hier wieder Bomber zukommen lassen, aber keine Ahnung, wie das geht. Okay, ich denke mal, wir haben die zweite Folge hinter uns. Danke fürs Zuschauen. Ich bin am Überlegen, wie wir da weitermachen. Wenn ich abspeichern kann, mache ich das. Wenn nicht, dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Momentan sieht es ein bisschen komisch aus mit dem Speichern, aber ich werde das mal gleich testen. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.